Vielen Dank fürs Reinklicken in den zweiten Teil unserer Kurzfilmreihe über das Lohnunternehmen Burkhardswieser. Standort des Betriebs ist das kleine Dörfchen Übersee am Chiemsee im Südosten Bayerns. In Teil 1 haben wir euch verschiedene Aufträge aus dem Frühjahr vorgestellt und das Team beim ersten Grünfutterschnitt begleitet. Daran möchten wir anknüpfen und beginnen in dieser Fortsetzung mit der Gülleausbringung. Es ist Anfang Mai. Der erste Grünfutterschnitt ist eingefahren. Bei der Grasernte werden Ertrag und Qualität des Futters maßgeblich von der Stickstoffverfügbarkeit beeinflusst. Gülle ist damit für viehhaltende Betriebe ein wichtiger Stickstofflieferant, den es sorgfältig und mit Bedacht einzusetzen gilt. Das Lohnunternehmen Burkhardswieser verfügt über 4 gezogene Güllefässer. Wo es geht, wird versucht, mit Zubringtechnik zu arbeiten, um Straßenfahrten für das Ausbringfass zu vermeiden und die Transportarbeit so effizient wie möglich zu gestalten. 2 solcher 22 Kubikmeter Joskin-Fässer mit Drehschemelachse stehen zur Verfügung. Bei manchen Kunden müssen Entfernungen bis zu 20 Kilometer überbrückt werden. Das Joskin Tandemfass hat ein Füllvolumen von 15,5 Kubikmetern. Bei diesem Auftrag wurde es mit dem 15 Meter Bomech Schleppschuhgestänge angefordert. Die Gülle wird damit bodennah ausgebracht. Wenn alles optimal läuft, bringt es das Fass auf eine Ausbringleistung von 90 Kubikmetern pro Stunde. Auf Kundenwunsch lässt sich jedes der Fässer alternativ mit einem Möscher und einem Breitverteiler oder das Joskin-Fass mit einem Grubber ausrüsten. Alle Fässer verfügen über die größtmögliche Bereifung, da die Böden im Einsatzgebiet von Burkhardswieser häufig wenig tragfähig sind. Die beiden 11 Kubikmeter Fässer des Herstellers Marchner werden sehr oft von Kunden gemietet und mit ihren eigenen Traktoren gezogen. Burkhardswieser muss flexibel sein und auf die Wünsche seiner Kunden reagieren. Die Abrechnung der Fahrzeuge erfolgt nach Kubikmetern und nur bei größeren Straßenfahrten zusätzlich mit Kilometerzuschlägen. Pro Jahr bringt es das Team des Lohnunternehmens auf eine Ausbringleistung von 45.000 Kubikmeter. Wie viel Gülle auf den Feldern ausgebracht wird, bestimmt die Düngebedarfsermittlung des Landwirts. Darin werden Bodenproben sowie Nährstoffanalysen der Gülle berücksichtigt. Burkhardswieser bietet in diesem Jahr zum ersten Mal die Möglichkeit, Gülle in stehenden Mais auszubringen. Unter anderem für Biobetriebe ist dies interessant, da Mineraldünger tabu ist und die Maispflanze erst relativ spät in der Entwicklung einen hohen Bedarf an Stickstoff hat. Bis etwa 1 Meter Pflanzenhöhe soll der Schlepper mit dem 7,5 Kubikmeter Fass noch in den Bestand fahren. Dort, wo mit GPS-Technik gesät wurde, funktioniert dies am besten. Die Lenkachse führt das Fass am Vorgewende spurgetreu hinter dem Traktor. Die Spurweite des Gespanns liegt bei 2,25 Meter. Die Feldhäcksler sind im Juni bereits mit dem zweiten Grünfutterschnitt beschäftigt. Der Klaas Jaguar 950 ist im Betrieb die erste Wahl, wenn es ums Grashäckseln geht. Wie auch seine anderen beiden Jaguar hat Peter Burkhardswieser die Häcksler nach der Werksauslieferung
passend zu seinem unternehmenstypischen Auftritt, schwarz lackiert. Die Sicherheitsbeklebung an den Seiten und die zusätzlichen orangen Blitzer vorne und hinten schreibt allerdings das Bundesland Bayern für Fahrzeuge mit Überbreite vor. Wie schon im ersten Teil berichtet, übernehmen viele Kunden von Burkhardts Visa die Abfuhr des Ernteguts mit eigenen Fahrzeugen und in Nachbarschaftshilfe. Auf Wunsch stehen aber auch diverse Transportfahrzeuge seitens des Lohnunternehmers bereit. Neu im Fuhrpark ist ebenfalls diese 12 Kubikmeter Erdmulde des österreichischen Herstellers Benzberg. Burkhardts Visa setzt das Gespann nur selten für Straßentransporte ein. Mit der schmalen Gesamtbreite von unter 2,75 Meter ist die Mulde aber auch in Sachen gewerblichem Güterverkehr gut geeignet. Die Stärken des Traktors mit Erdmulde liegen gegenüber dem Lastwagen vor allem im Gelände. Aufträge für die Erdmulde erhält der Lohnunternehmer von Agrarbetrieben, aber auch von Bauunternehmern. Sowohl die 718er als auch die 724er Varios kommen mit der Mulde gut zurecht. Im dritten Teil verfolgen wir weitere spannende Maschineneinsätze des Lohnbetriebs. Die Ernte von Ganzpflanzensilage steht an und endlich soll der neue Klaas Thorion Radlader in den Ersteinsatz gehen. Besucht die Internet- oder Facebook-Seite des Lohnunternehmens Burkhardts Visa und abonniert diesen YouTube-Kanal, um keine weitere Folge mehr zu verpassen.